Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von TNT Test. Ja. Wir sind hier in einem Bus, wie ihr sehen könnt, und wir gehen in etwa 2 Minuten in Richtung Europapark, Deutschland. Und dort werden wir noch weitere Dinge sagen. Ja, also vielleicht. Wir entschuldigen uns jetzt schon für die schlechte Qualität, weil wir haben nur so eine kleine Kamera, die große. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Mal sehen, was alles rauskommt. Bis später. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we must. Das passiert, wenn uns in einem Car langweilig ist. Also, hallo, wir sind jetzt angekommen. Genau. Und wie ihr seht, wir sind Transformers. Wir haben uns gedacht, wir machen das beste Foto auf der Silverstar. Und deshalb haben wir uns hier die Schnauze gekauft und wir sehen uns sonst. Ja, gleich. Mal kurz noch, wer alles da ist. Hinter der Kamera ist Oliver, Melich, hier ist Sadie Boy, Carmen ist weg und Alexandra ist auch weg. Also wir sind alle da und da ist. Also für diejenigen, die da hier schon mal waren, das ist jetzt der Silverstar. Wir stehen hier nur für euch an, denn wir werden hier die Silverstar ausprobieren. Der König unter allen Wagen sollte das sein. Mal schalten, mal sehen. Und jetzt ist ein sehr geiles Auto. Ja. Hier. Yeah. Wir stehen hier eben an für die First Line. Ja. Damit wir ein cooles Foto machen. Pole Position für ein cooles Foto. Ja! Wir sind hier! Pole Position! For some action, and you know just what it is to ride on. Hit it from the city, cause it gives me looks of pretty ride on. But if things are in your back, time is what you have. Looking up and down, you gotta do it again. With your heart inside your sleeve, don't forget to breathe. Here she comes around, you gotta do it again. Okay, wir sind oben! Like a winner, and you wanna be a sinner, right on. Getting up so early for the speed, 20 worry, right on. Got a love right by your side, this can be denied. Put it all behind, you gotta do it again. Just a moment, tell a friend, coming round the bend. Can you hear me tell me, gotta do it again? So right on. Die ist jetzt erst ein paar Jahre alt und auf die werden wir jetzt gehen oder auf die Blue Fire. Haben wir noch. Aha. Okay, das war's. Leute, wir werden unten nicht filmen können. Darum filmen wir jetzt den Weg dahin. Es ist zu schnell und. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Anyone press will hear the ballet sing.
Okay, wir sind jetzt hier auf dem alten Blitz. Hey, Melle. Oli? Tess? Hey, wir haben Leo. Den Schnauz abgenommen. Wir haben den Schnauz abgenommen, weil wir eigentlich Mittagessen wollen. Und ich verstecke die jetzt mal kurz. Hey, mein Teil geht raus. Wie, dein Teil hängt raus? Und das ist die Sicherheit, die wir hier haben. Okay, das war's. Ab zur nächsten. So, also das wäre dann unser Mittagessen. Ich habe eine Bratwurst. Die sieht super aus. Die Pommes frites sehen auch super aus. Sie hat gar nichts. Sie hat einfach Pommes. Jetzt, die zwei haben Burger. Und Melich hat Pommes mit Burger. Zeig mal den Burger. Yummy. Ja. Guten Appetit, bis später. Космическая станция Мир находится в космосе. Mach das Video jetzt. Let's start party. Wir gehen jetzt. Das ist eine coole Achterbahn, die werden wir auch für euch filmen. Genau, das ist wieder mal ein Filmvideo. Alles ja. Achtung! Da ist auch noch einer, den sieht man einfach nicht. Oh mein Gott! Hat das gesehen? Ja. Oh, so geil, Mann! Dein Hals ist auf dem Video, ist ganz so wie. Sieht man etwas? Ja. Ja. Die Indianer sind auf dem Kriegspfad! Ja, also das war's eigentlich mit dem Europapark. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt auf der Rückfahrt. Wenn du mal kurz nach hinten filmen kannst. Viele von denen, die mit uns da waren, die sind jetzt am Schlafen. Darum spreche ich auch ein bisschen leiser. Ich glaube, es hat uns beiden sehr gefallen. Wir blenden jetzt hier ein kurz mal ein, was wir alles gefahren sind und wie viel mal. Und ja, ich würde mal sagen, von 10 Punkten gebe ich dem Europapark jetzt mal 9,5. Von mir 10 Punkte. Es war brutal. Auf jeden Fall, das gibt dann 19,5, das gibt dann... Eine 10 aufgerundet, es gibt 9,75. Ja, eine 10. Eine 10, also... Eine 10 für den Europapark, wenn ihr, das ist... Wenn ihr die Chance habt, den Europapark zu besuchen, geht unbedingt. Das ist ziemlich das Witzigste, was man und machen kann. Und seid wirklich nicht so ängstlich, wenn ihr auf die Bahn geht, weil es lohnt sich. Und ja, das war's eigentlich von uns. Mal schauen, vielleicht bringen wir noch weitere Videos, mal schauen. Ja. Ob wir das filmen können. Und sonst, ja. Also in Kürze werden da noch ein paar weitere Trailer, zum Beispiel ein Trailer kommen. Genau. Oder
Ja, wir sehen. Wir werden noch sehen. Auf jeden Fall einen Trailer. Und genau. Bis zum nächsten Mal einfach. Bis zum nächsten Mal. Ja.